Einen schönen guten Tag. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir gerade den Rockstar Games Newsletter angeschaut und mir hat gleich einmal der Schlag getroffen. Eine neue Preisliste kommt, Leute. Nach 10 Jahren werden die Preise angepasst. Ich habe mir dann diverse YouTube-Videos auch angeschaut und ich muss sagen, was ist los mit euch? Ihr könnt ja diese Preisliste nicht hochjubeln. Was ist los mit euch? Es sind mir ja nur zwei Fahrzeuge hier bei den ganzen gleich einmal ins Gesicht geschossen. 8 Millionen für die Pegasus MK2. 8 Millionen. Alter, das ist ein Shark-Card. Rockstar Games will, dass ihr Shark-Cards kauft. Bis zum Abwinken. Pegasi Oppressor MK2, 8 Millionen. Leute, werdet munter. Das ist Unternehmen will, dass ihr euch Shark Hearts kauft. Ja, weil um 64 Euro kriegt man ja den Wert von 8 Millionen. Alter, Rockstar Games, seid ihr geistesgestört? Genauso. Wenn man andere Sachen anschaut, den Pegasus, Ignus, auf 4,5, ja, Satz des Geistes gestört und so weiter. Den DeLorean, der ist eh schon so teuer und nochmal um 1 Million teurer machen. 5,7 in Ponte Deluxo, Satz ist alle dort Geistes gestört. Und dann das Batman-Auto, den Schrammchat oder wie das Klumpert-Auto heißt. 4 Millionen. Alter, geht es jetzt auf Schackhartz los, Freunde? Ja, aber Hauptsache, man macht einen Boxweil um die Hüfte Bülicher. Ja, um 1,3 Millionen. Alter, seid es alle geistesgestört dorten? Wer warten das? Welcher Lehrling, welcher Trottel? Welcher Trottel von Lehrling hat denn das gemacht? Alter Fuchs. Neger, wie schauen Sie das dann eh alles geschmackig in ein GTA-Video einmal an? Wie viele ja mitbekommen haben, ist ja die iFroad-Handy-App voriges Jahr eingestellt worden. Angeblich soll es ab 27. April, 27. April 2023, einen sogenannten Kennzeichen-Editor geben. Mit verschiedenen Möglichkeiten, dass du dir eine neue Kennzeichentafel machen kannst. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, aber ich muss eines dazu sagen, ob die Glitcher dann nicht weiterhin glitschen können, sei dahingestellt, denn ein Glitcher oder Modder wird immer eine Möglichkeit finden, ein Auto zu glitschen. Aber wir werden ja sehen, wie das ablaufen wird ab 27. April.